Ach ja, erinnert ihr euch noch, als Bethesda gute Spiele gemacht hat, die nicht voll mit Pay-to-Win und Abzockmechaniken waren, die nicht völlig verbuggt waren? Ja, wobei verbuggt waren sie immer, aber man hat damit gelebt. Es war alles in Ordnung, die Welt war schön. Dann kam Fallout 76 und alles änderte sich. Seine Herrschaft dauerte nicht lange. Dann hatten alle die Schnauze voll davon. Bis auf ein paar Idioten, die sich tatsächlich jetzt diesen Müll Fallout First holen, dafür Geld ausgeben. Geschieht euch recht, lasst euch weiter verarschen. Aber jetzt, nach all der Dunkelheit, taucht ein Stern am Himmel auf. Buchstäblich. Die Outer Worlds. Das bessere Fallout. Man kann es wirklich so sagen. Ich komme gleich zum Fazit am Anfang. Damit willkommen bei unserer Review zu The Outer Worlds von Obsidian, welches tatsächlich einfach mal eiskalt das bessere Fallout ist. Alles, was Fallout 76 vergeigt hat, macht dieses Spiel besser. Kein Online, kein Online-Zwang, keine komischen Mitspieler, die einem rumnerven, NPCs, Story, alles, was man will. Man hat fast das Gefühl, die Outer Worlds ist eine Entschuldigung für Fallout 76. Nur von der falschen Firma. Man möchte fast sagen, dass Bethesda die Rechte von Fallout besser komplett an die Jungs abgibt. Weil was hier abgeliefert wurde, ist, gerade wenn man sich die letzten 2, 3 Jahre anschaut, beispiellos. Ich habe dieses Jahr genau ein weiteres Spiel gezockt, welches so fehlerfrei war wie dieses hier. Es ist tatsächlich mal ein Game, was keine 60-Euro-Beta ist. Gegenteil, es ist nicht nur fast bugfrei. Ein paar Kleinigkeiten können mal auftreten. Ich hatte mal einen Anzeigefehler. Okay, kann man mit leben, aber ich bin noch nie irgendwo hängen geblieben, keine Abstürze, gar nichts. Es gab bisher nur ein Game, das das auch geschafft hat, und das war Ace Combat 7. Ja, gut, ich jetzt der Fanboy. Erlaube mir da jetzt mal keine Wertung zu, habe ich ja schon gemacht. Video gibt's auch auf diesem Kanal. Aber hier ist halt wirklich nix. Gleich kommt ein kleiner Bug, der stört aber nicht, denn er ist gleich wieder verschwunden. Also nichts Bewegendes. Ansonsten nichts. Also wirklich nichts. Keine GameStopper, keine Abstürze, keine Glitches, verschwundene Sachen oder irgendwas. Es ging einfach alles schnurgerade aus. So muss es sein. Zum Release. Es gab einen Performance-Patch und das war's. Das Ding läuft. Da kommen wir ja nach dem Technikzeug jetzt mal zu den Inhalten. Man ist ein Abenteurer. Oder Kolonist besser gesagt, der zum Abenteurer wird. Im Kampf gegen oder für die Konzerne, die alles beherrschen. Regierung in dem Sinne gibt es nicht. Geld regiert die Welt, oder in dem Fall besser das Sternensystem. Man ist mit seinem Schiff unterwegs, der Unreliable. Der mal grundsätzlich schon mal der beste Name für ein Raumschiff ist. Für alle, die des Englischen nicht so mächtig sind, Unreliable bedeutet unzuverlässig. So, und jetzt kommt der Punkt, warum es das bessere Fallout ist. Es gibt wieder Entscheidungen, die auch wirklich was beeinflussen. Man kann wieder wie früher alles so machen, wie man will. Man kann das größte Arschloch sein, man kann die Welt retten, der größte Engel sein, man kann dazwischen sich bewegen, anti-heldenmäßig. Alles, was man will. Es ist einfach großartig. Ich weiß, ich klinge jetzt wie so ein scheiß Fanboy, aber vielleicht ist es auch einfach durch die Enttäuschung der letzten Jahre so extrem, dass es sich so extrem angestaut hat. Aber hier kann man wirklich mal sagen, das Game ist mal sein Geld wert. Was zu dem Punkt kommt, Fallout 76 und so, oder auch Andromeda, die kamen neu, 60, 70, 80 Euro. In komischen Editionen, die kein Mensch braucht. Dieses Game hier hat mich 47,99 gekostet. Ich habe sogar nochmal Rabatt gekriegt von Amazon, nachträglich, weil die ja ihre Preisgarantie immer haben. Ich dachte mir, okay, das Ding tue ich vorbestellen. Das erlaube ich mir jetzt mal, das sah so geil aus schon in der Preview, dass ich mir dachte, okay, ich breche mal die Regel und bestelle das Spiel vor. Wurde nicht enttäuscht. Sogar nochmal günstiger geworden, 47 Euro, also 48 Euro. Für ein Vollpreisspiel, also du kriegst es schon mal günstiger und es ist in besserer Qualität als alles, was die großen Firmen so raushauen. Was soll man davon halten? Da fühlt man sich doch verarscht von den großen Firmen, oder? Also ich eigentlich schon lange. Jeder, der ein bisschen Verstand hat, sollte längst aufgehört haben, Ubisoft, Activision und EA Spiele zu kaufen. Aber damit müsst ihr leben, wenn ihr das macht. Ich kann gut damit leben, es nicht mehr zu machen. So. Aber wie spielt man das denn jetzt? Jeder, der Fallout kennt, der weiß, man zieht umher,
redet mit Leuten, die Leuten geben einem Aufträge, erzählen einem Geschichten. Die Story ist auch sehr interessant tatsächlich, man erfährt erstmal, was so los ist. Ich spoiler hier auch nichts, sage ich ja gleich noch dazu. Ich bin hier nur den Anfang, also bis man zu seinem Schiff kommt, seht ihr hier. Mehr nicht. Danach bin ich nur ein bisschen planlos rumgelaufen, um halt nichts zu spoilern, habe extra ein neues Spiel angefangen. Kampfsystem, wie man auch schön sieht, gewohnt. Die Steuerung fühlt sich auch super an, also auch vom Handling. Man kann sich natürlich wieder ein bisschen anstellen, wie man will. Aber ich fand es auf Anhieb super. Kann wieder Schlösser knacken, man kann wieder hacken, Leute überzeugen, bedrohen, einschüchtern, belügen. Oder ihnen halt auch einfach die Wahrheit sagen und hoffen, dass es funktioniert. Gibt alles Punkte, egal was passiert. Und man kommt auch immer irgendwie weiter. Klar kann man sich's auch versauen oder wenn man den falschen NPC killt, dann ist die Quest halt gelaufen. Man kann nämlich Quest auch vergeigen. Das steht auch so im Menü drin. Das ist. Man muss halt wirklich aufpassen, was man tut. Wenn man jetzt natürlich Morden durch die Gegend zieht und den falschen NPC ausschaltet, dann hat man Pech gehabt. Außer bei Hauptquests. Vielleicht. Da kommt man immer irgendwie durch, weil die Story muss ja weitergehen. Quests bekommt man, wie man es kennt, auf übliche Art und Weise. Man findet irgendwas, man wird angesprochen, was tatsächlich sehr oft passiert. Man hört einfach irgendjemanden rufen, ich brauche Hilfe. Man geht hin, spricht dann die Dinge an ganz normal und auf einmal hat man eine Quest bekommen. Rette den, finde das. Vielleicht teilweise sogar recht langwierige und interessante Sachen dabei gewesen. Und das nur als Sidequest. Also da wurde sich auch Mühe gegeben. Hier ist noch alles quasi handgebaut. Oder es ist handgebaut quasi, wäre ja falsch. Also es gibt auch, wenn wir gerade bei dem Thema sind, es gibt keine Open World. Das ist alles instanziert. In dem Sinne, dass du halt dein Gebiet hast. Da läufst du frei drauf rum. So wie in Borderlands. Kann man gut vergleichen. Machst da dein Zeug. Und ziehst weiter. Von Planet zu Planet, von Ort zu Ort. Viele Planeten haben auch mehrere Landungsmöglichkeiten. Viele Planeten brauchen auch erstmal eine Landeerlaubnis. Was man auf einem Planeten, was ich bisher gesehen habe, umgehen konnte, da musste man dann halt in dem monsterverseuchten Gebiet gelandet und musste halt zusehen, wie man klarkommt. Also man muss nicht unbedingt immer den teuren Bezahlweg gehen, sondern kann auch irgendwie sich reinmogeln, sich durchlügen, whatever. Das ist halt schon, so viel Freiheit hatte ich jetzt schon lange nicht mehr. Kommt sehr gut an Fallout 4 ran. Hier sieht man es gerade. Kann man auch mal überzeugen, dass sie einem helfen. Man hätte sie auch stehen lassen können, hätte sie auch bedrohen können. Super, man kann halt auch seinen eigenen Charakter ausleben. Also wenn man jetzt auch im wahren Leben ein Arschloch ist, kann man das wunderbar hierher übertragen. Ich kenne da so den einen oder anderen, wenn ich es nicht nennen möchte. Der kann hier im Prinzip spielen, wie er wirklich ist. Oder man tobt sich mal aus, spielt mal den strahlenden Helden. Muss ich aber bei allen Entscheidungen immer wichtig sicher sein. Wie ich es ja schon erwähnt habe, wie man umlegt, muss man aufpassen. Alles, was man macht, hat seine Konsequenzen. Wenn man sich mit der falschen Firma dann verscherzt oder zu früh verscherzt, weil man kann natürlich den Questgeber auch ein bisschen ausnutzen und gegeneinander ausspielen. Wenn du es hier zu früh mit einer Firma verscherzt, dann hast du vielleicht Probleme mit dem Weiterkommen. Also nicht, weil es nicht weitergeht, sondern weil es halt schwieriger wird. Und natürlich von irgendeiner Firma, der man oft begegnet, ständig feindselig ist, oder dass sie einem feindselig gegenüberstehen, dann wird es natürlich schwieriger, auch an Infos zu kommen oder halt weiterzukommen, wenn man Ressourcen auch braucht und solche Sachen. Kommen wir mal zu Waffen und Ausrüstung. Waffen und Ausrüstung kann man wieder modden. Optisch hält sich das Grenzen. Höchstens mal so ein Scope oben drauf und sowas. Größtes Magazin vielleicht. Habe jetzt aber nicht viel gesehen, was darauf hindeutet. Ich hier bei Fallout 4, wo da die Waffen komplett anders ausgesehen haben teilweise. Man kann auch wieder alles verkaufen. Man kann zerlegen. Waffen verschleißen, müssen repariert werden. Muss man darauf aufpassen. Ist aber jetzt von der Auswirkung hier gerade auf die normalen Schwierigkeitsgraden nicht so schlimm. Erst bei Albtraum, da wird es dann interessant. Wer mal wieder richtig Hardcore-Modus zocken will, der spielt Albtraum. Da gibt es wieder alles, was man sich wünscht. Man muss essen und schlafen, man muss auf seine Begleiter aufpassen, die können sterben. Ausrüstung, wenn sie kaputt geht, ist quasi wertlos. Und funktioniert praktisch nichts mehr. Die Waffen klemmen, Ausrüstung hat keinen Schutz mehr, gar nichts. Man muss richtig aufpassen, es wird auch nicht mehr so viel gespeichert. Man kann auch nur zu Hause speichern, man kann nur zu seinem Schiff schnell reisen. Muss man auch aufpassen, dass man nicht irgendwo sich festsetzt, da kommst du dann nicht mehr so leicht raus, wenn du umzingelt bist. Bei Gegnerkontakt geht ja schnell reisen sowieso nicht. Egal auf welchem Schwierigkeitsgrad. Wenn man wieder richtig Herausforderungen will, der zockt das hier auf Albtraum, da geht richtig die Post ab. Das Sterbesystem ist klassisch, also wenn man stirbt, muss man zum letzten Speicherpunkt zurück. Das heißt, auch wenn man irgendwie große Sachen vorhat,
Erstmal speichern. Und auch immer schön zwischenspeichern mit verschiedenen Spielständen ist hier auch wieder lohnenswert. Um sich wirklich komplett mal auf alles vorzubereiten und alles so zu machen, wie man es wirklich will. Und die Konsequenzen kann man so ein bisschen rausnehmen, aber ist ein echter Gamer, zieht durch und lädt mit seinen Fehlern. Ja, ich habe mich auch mit einer Fraktion komplett verscherzt, weil ich verplant habe, dass man für das Tarnsystem, das es gibt, einen Ausweis braucht. Auch wenn es ein Gefälschter ist oder ein Übernommener. Man braucht ihn halt, ne? Ich bin reingelatscht, hatte ihn nicht. Scheiße gelaufen. Gut, der Laden war eh Müll, das hätte ihn eh wahrscheinlich abgefackelt, aber hey. Hätte ja nicht gleich sein müssen. Zum Schluss kann man sagen, das Spiel ist etwas kurz geraten. Ist nicht schlimm. Dann ist es mal wieder übersichtlich. Ich muss ja nicht immer alles 150 Stunden lang sein. Gemütliche 30 bis 40 Stunden für die Hauptstory. Ist wunderbar. Es gibt keinen Season Pass. Was mich persönlich tatsächlich etwas beunruhigt, weil das könnte nahelegen, dass es keine Add-ons geben wird. Und das wäre schade, weil hier wäre tatsächlich mal wieder Add-ons was Geiles. Mal wieder Story-Erweiterungen. Schön nochmal 10 Stunden dranhängen für 15 €. Alles kein Ding. Würde ich sofort kaufen bei dem Spiel. Insgesamt kann man sagen, es ist ein Top-Game. Es ist sogar besser als Borderlands 3. Und ja, das sage ich mit blutendem Herzen, ich als alter Fanboy, weil selbst Borderlands 3 war in einem weit schlechteren Release-Zustand. Und das habe ich echt nicht erwartet, dass sie das so vergeigen würden. Und ich habe auch mehr Bock, das hier zu spielen, als Borderlands 3 tatsächlich. Und es hat natürlich auch durch seine verschiedenen Lösungsansätze und alles auch einen Wiederspielwert, der mal wieder greift, der mal wieder was wert ist. New Game Plus hat es, soweit ich weiß, nicht. Muss ja auch nicht sein. Nicht bei so einem Game. Da fange ich gerne wieder von vorne an und baue mir alles neu auf. Also von meiner Seite her, holt euch das. Wenn ihr wieder was Gescheites spielen wollt, was sein Geld auch wert ist, nicht diesen Müll, wie ihn die anderen großen Filme mal raushauen, holt euch das. Macht da nichts falsch. Versprochen. Wer gerne Rollenspiele zockt, greift zu. Ansonsten kann ich nur sagen, viel Spaß noch. Wer gucken will vorher, wie es ist, zieht sich die Livestreams rein, laufen bei mir jeden Tag. Oder so oft wie möglich. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen aktuell schönen Abend bei mir. Je nachdem, wie es bei euch aussieht. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.